Einen wunderschönen Nachmittag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Herzlich willkommen zu Rendezvous mit René Rumpold. Vielen Dank, dass Sie mir einschalten, wenn es heißt Rendezvous mit René Rumpold, dass Sie die Treue beweisen, immer wieder dabei zu sein. Ich bedanke mich wie immer ganz herzlich bei Christian Jeschko und seiner Gattin Eva Jeschko. Eva Jeschko, Christian Jeschko, Eva Jeschko, Christian Jeschko, Eva Jeschko, Peter Schönhofer. Nein, ich wollte nur politisch korrekt sein, also das ist wahr alles. Also. Und ich bedanke mich bei meinem neuen Stargast. Ja, ich hatte letzte Woche den Albert Fortell bei mir. Na, was liegt näher, wer jetzt neben mir sitzen würde? Ich freue mich ganz besonders, den heutigen Stargast zu begrüßen. Nämlich Barbara Wussow. Servus, liebe Gott. Barbara. Grüß Gott, liebe René. Danke für die Einladung. Schön, dass du Zeit gefunden hast. Das süße, entzückende Jocherl, das ich nicht kannte, muss ich zu meiner Schande gestehen. Siehst der Name du? Ist schon reizend und die Patina in diesem Lokal ist auch reizend. Ich komme mal zu einer Vorstellung. Ja, unbedingt. Also da unten sitzend dann. Ja, da unten sitzend, ja. Ja, ich mache zu Weihnachten wieder was draus. Vielleicht habt ihr Zeit. Ja, also, natürlich. Ich weiß nicht, wann am Wiften. Vor Weihnachten noch oder? Ja, knapp. Vor Weihnachten, ja. Vor Weihnachten mit dem Johannes Terni gemeinsam machen. Herr Schabinett, mit dem Johannes. Ja, bitte gerne. Ja? Du kennst Johannes auch? Natürlich. Wir kennen einander doch, wir Kasperl, oder? Ja, natürlich, natürlich. Liebe Barbara, ich stelle dir jetzt dieselbe Frage, die ich auch letzte Woche deinem Gatten gestellt habe. Natürlich wissen Sie, dass der Papa ein berühmter Schauspieler war, aber nichtsdestotrotz, als die Barbara, die kleine Barbara, hat man dich Barbara genannt damals? Bärbel. Als man die kleine Bärbel fragt, also die kleine Bärbel sich entschieden hatte, sich doch für die Kunst, für die große, für die hehre Kunst zu entscheiden. Mhm. Was haben denn deine großen Eltern dazu gesagt? Ja, sie haben mich seit meines Lebens eigentlich bearbeitet, es ja nicht zu machen. Also sowohl der Klaus-Jürgen Wussow als auch die Ida Grottendorf waren also überzeugt davon, dass ich schüchternes und stilles und ruhiges Wesen, die also nur am liebsten, nur keine Leute mich anschauen, wenn ich durch volle Lokale ging, es war für mich der Tod. Die wussten, ich werde sicher nie Schauspielerin und sie haben es auch bearbeitet, meine kurze Jugend entlang. Ich wollte eigentlich restaurieren, studieren, weil ich ganz gut malen kann. Hm. Mein Vater hat das verboten, weil er sagte, also du wirst dir nicht die Augen verderben in irgendwelchen zugigen Kirchen und Museen. Dann wollte ich irgendwas mit Malerei machen und bin dann habe eine Aufnahmeprüfung gemacht in die Akademie am Schillerplatz, in der Akademie der Bildenden Künste und habe Bühnenbild und Kostümbild studiert. Also ich komme von der Maschig-Seite an diesen Beruf heran. Und im letzten Jahr, als ich dann habe ich unter Günter Schneider-Simsen habe ich glaube ich 3 Jahre als seine Assistenz gearbeitet, habe sämtliche Karajan-Opern mit ihm ausstatten, mithelfen dürfen, also Modelle schön, gebaut wunderbar. Und Kostümfiguren gezeichnet. Und dann habe ich 3 Stücke im Reinhardt-Seminar ausgestattet und das war der Anfang. Sah ich nämlich nicht nur meine Eltern und die Stars der Bühne am Burgtheater, sondern ich sah Menschen in meinem Alter, junge Leute in meinem Alter. Und da dachte ich, na, das kann ich auch. Nein, um Gottes Willen, das kann ich nicht. Nein, um Gottes Willen. Und da habe ich eine sehr süße und sehr tolle Kollegin meiner Eltern, die Susi Nicoletti, Professorin am Reinhardt-Seminar, gebeten, Susi, gib mir was zum Auswendiglernen. Ich spreche es dir heimlich vor, du sagst mir nichts zu den Eltern. Ich habe mein Diplom, ich bin ausgebildete Bühnenbildnerin, Kostümbildnerin, bin glücklich in dem Beruf. Aber vielleicht ist da ja doch irgendwas. Aber du musst mir knallhart sagen, ob es einen Sinn hat oder nicht. Und dann hat sie mir einen entzückenden Monolog von Schnitzler gegeben, den Empfindsamen, und ich kam zu ihr nach Hause und habe halt vorgesprochen, so wie ich denke, man vorspricht. Und sie hat gesagt, weißt du was, Mädel, du kannst auf die Bühne und nicht in den Fundus und in die Werkstätten. Und sage ich, und jetzt kommst du bitte nach Hause und erklärst das meinen Eltern. Weil da ist Feuer am Dach und das war es auch. Also der Vater war verzweifelt, die Mami hat geheult, das war eine Katastrophe. Die Susi hat gesagt, pass auf, ich studiere mit dir jetzt noch 2 weitere Monologe und du platzierst deine Eltern im Wohnzimmer und sprichst ihnen vor. Und das war wohl das Schlimmste, was ich in meinem Leben gemacht habe, meinen Eltern vorzusprechen. Weil es war, Sami Molcher hätte seine Freude daran, Körperhaltung war so, oh Gott, was kommt jetzt? Was kommt jetzt? Und dann war, ja, wieso wissen wir denn das nicht? Sag ich, ja, ich weiß es ja auch erst seit kurzem. Und dann haben sie etwas Gescheites gesagt, sie haben gesagt, pass auf, du lernst jetzt sprechen, atmen, tanzen, fechten, du gehst auf eine Schauspielschule, weil nur den Namen Wussow zu tragen ist zu wenig. Ja. Und recht haben sie gehabt. Aber. Nur ich habe mir dann gedacht, soll ich jetzt noch mal 4 Jahre ins Seminar gehen, dann bin ich eine alte Schachtel, bis ich irgendwo bin. Ich habe ja schon 4 Jahre studiert. Also ich war in der sehr guten, renommierten Schauspielschule Kraus. Mhm. Und in dieser Schauspielschule Kraus war ich 1,5 Jahre gut. Und dann kam, Eltern waren wieder mal nicht in Wien, ein Vorsprechen in der Josefstadt. Mhm. Und für die Sophie im Rosenkavalier. Alle Schauspielschulen schickten ihre besten Schüler oder so. Und ich wurde genommen. Nach 1,5 Jahren Schauspielschule, mit der Auflage, ich muss während der Spielzeit meine Bühnenprüfung absolvieren, meine Gewerkschaftsprüfung. Okay. Und die Rolle mit meiner Mutter Ida Grottendorf einstudieren.
Also beides habe ich gemacht, hatte einen super Erfolg nach 1,5 Jahren, habe dann ein Gastspiel, ganz schnelles, ein Gastspiel gehabt nach Schwetzingen in Deutschland. Da bekam ich auch gute Kritiken, so wie hier von Viktor Reimann. Ich war ja ganz glücklich. Und die schickte irgendjemand dem Wolfgang Rademann, Produzent der Schwarzwaldklinik, der gerade im Gespräch mit meinem Vater war, mit der Überschrift, die schau dir doch mal an. Und Rademann sagte zu meinem Vater, Mensch, Wusso, Sie haben ja eine Tochter, das wäre doch ein Gag, wenn die mitspielen würde. Also aus dem Gag wurde dann Schwester Elke. Und so kam ich dann gleichzeitig mit noch Josefstadt in die Schwarzwaldklinik. Und habe gleichzeitig noch 3 Jahre Theater gespielt in der Josefstadt. Ja. Also es war, Rosenkavalier war ein Sensationsstück, mit Helmut Qualtinger auf der Bühne zu stehen. Ich weiß. Mit der Degler, mit Ramhardt, mit Ludo Wieland. Ich habe es leider damals nicht gesehen. Ich habe damals noch nicht in Wien gelebt. War für mich die größte Ehre und Freude, die ich haben konnte, ehrlich. Das war auch ein schöner Einstieg. Das glaube ich dir, ja. Darf ich dich etwas fragen, liebe Barbara, was für dich persönlich dein persönlicher Unterschied ist zwischen Film und Theater? Film, Fernsehen, das ist im Grunde fast dasselbe. Na schau, was ist der Unterschied zwischen Winterstiefel und Sommersandalen? Man braucht beides. Und wenn man beides kann, und der liebe Gott, ich danke dafür, hat mir da offensichtlich das Talent gegeben für beides. Ich konnte es Zeit meines Lebens, und jetzt bin ich 40 Jahre Schauspielerin, abwechselnd immer wieder machen. Mhm. Ich habe in Düsseldorf, in Berlin gespielt. Ich habe die Bullschaft 3-mal im Dom in Berlin gespielt. Ich habe in München ewig oft, ich habe mit meinem Mann 6 Theatertourneen gedreht, mit dem Albert gespielt. Ich drehe seit eben 83 und spiele Theater. Und ich bin dankbar und glücklich, dass beides in dieser langen Zeit funktioniert hat. Immer abwechselnd. Ich finde es wunderschön. Also ich bin jetzt nicht neidisch, aber ein bisschen schon, weil ich hätte auch immer gerne, du kennst mich vom Musiktheater her. Diese Hexe. Ich habe sie, das war das Letzte, was ich jetzt von dir gesehen habe. Und es war mir so in Erinnerung, die tollste, die aufregendste, die böseste, lustigste Hexe, die man je in Hänsel und Gretel gesehen hat. Danke vielmals. Nein, ich wollte immer gerne beides machen. Also ursprünglich war ich ja Schauspieler, genauso wie ihr beide Schauspieler seid. Und Fritz Mullier war mein Schauspiellehrer und der hat dann immer gesagt, du, der depperte Musik. ich habe mich halt dann, ich gebe zu, Musik ich habe mehr. Die Musik hat sich für mich entschieden, sagen wir so. Ja, sie hat dich gesucht und gefunden. Ja, und ich habe auch sehr gutes Geld damit verdient, deswegen kann ich es mir auch leisten, jetzt andere Sachen zu machen, wo ich sehr wenig oder gar nichts verdiene. Also, wie gesagt, die Gagen, die ich mit deinem Gatten Albert Fortell vorhin schon besprochen hatte oder eine Woche zuvor besprochen hatte, das kannst du in Österreich alles vergessen. Aber zuletzt hat man dich immer wieder im sogenannten Traumschiff erleben dürfen. Im sogenannten, ja. Nein, ich habe, nachdem ich jetzt, also davor 2 Jahre lang... Es ist ja nicht nur ein Schiff gewesen. Nein. Deswegen sage ich so habe genannt. Davor 2 Jahre lang nur Theater gespielt. Und zwar fast 300 Vorstellungen mit Peter Bongartz. Mhm. Ein Stück Glück le Bonheur. Ich habe es in München aus der Taufe gehoben, in der Komödie im Bayerischen Hof. Und dann waren wir eben in Hamburg im Winterhuder Fährhaus und wir waren in Düsseldorf und in Schaffenburg. Ich habe es in München gesehen. Du hast in München gesehen, bitte. Also, und dann waren wir 3-mal auf Tournee damit und ich liebte es unendlich. Mhm. Und dann kam, nachdem Heidi Keller, die Chefhostess, so hieß ihre Rolle damals, gestorben ist im Traumschiff, hat das ZDF bei mir angeklopft und gefragt, könnte ich mir das vorstellen, dass ich ihre Nachfolgerin in dem Sinn bin. Man würde auch eine neue Titulierung finden, also nicht Chefhostess, den Titel gibt es ja gar nicht, sondern Traumschiff Hoteldirektorin. Ich habe natürlich eine Pressekonferenz zu Hause mal eingeleitet und habe meinen Mann und meine Kinder interviewt. Könnt ihr euch das vorstellen, dass ich länger als einen Film weg sein werde? Weil es waren damals 2 Traumschiffe, 2-mal Kreuzfahrt ins Glück. Das war im Jahre 17 fing das an. Wow. Und ich habe, also seitdem drehe ich 4 Filme im Jahr mindestens. Also jetzt sind es sogar 4 Traumschiffe pro Jahr. Und mein lieber kongenialer Mann hat mir also sozusagen freigegeben, dann hält mir den Rücken frei, macht zu Hause und bleibt immer zu Hause, solange ich weg bin. Und dann kann er wieder weg zu irgendwelchen Kocht ihr Arbeiten. Beide? Kocht ihr beide? Nein. Albert kocht wunderbar Tee. Ich glaube, er kann auch hervorragend Würsteln kochen. Würsteln kochen? Er hat mir immer Eierspeis? Eierspeis geht auch, das ist ja schon die höheren Weine. Ja. Eierspeis.
Aber ansonsten muss ich sagen, haben wir ein Kindermädel gehabt und meine Kinder können mittlerweile auch kochen. Und good. Mami, ich koche sehr gut. Ich habe von meiner bämischen Großmutter kochen gelernt. Ich habe in der Schule kochen gehabt und meine Mutter war sensationell. Also sie müssen halt ein bisschen darben, wenn ich von Januar bis Mai weg bin. Aber es gibt meine ganzen Rezepte aufgeschrieben und das können sie dann auch kochen ein bisschen. Wenn ich ja, sehr gut, sehr gut. Ich koche sehr gern und glaube ich ganz gut. Das heißt, du hast ebenso wie dein Gatte das Reinhard-Seminar besucht? Nein. Also, nicht besucht, aber du hast dort gearbeitet. Und gearbeitet, ich habe drei Stücke ausgestattet hat dir geholfen. Dort, ja. Du hast eigentlich ja dann an der Grauschule, wo unter anderem auch der Mulier, glaube ich, unterrichtet hat. Und der Fritzl Zecher war auch mein Lehrer. Und die Poldi Huber. Mein Gott, ja. Mein Gott. Und wer war noch alle? Es war lang her, mein Gott. Aber in meinem Jahrgang war die Regina Fritsch und es war in meinem Jahrgang die Uli Beinbold und der Sobotka, der Werner. Also das war so unser und mein Jahrgang damals. Und ich habe eben die Schule nicht 4 Jahre, sondern 1,5 Jahre dann auch fertig gemacht, muss ich sagen. Ich habe wirklich vor der Paritätischen Kommission meine Abschlussprüfung. Also ich habe 2 Studien hinter mir. Ich kann aber auch fundiert motschkern bei der Kostümbilderin. Wenn ihr nichts einfällt, es fällt mir sicher was ein. Nein, also von der Schüchternheit, von der anfänglichen Schüchternheit spüre ich jetzt ganz und gar nichts. Also. Aber es stimmt, der Albert hat mir immer wieder gesagt, mein Gott, also mich kennengelernt, da war ich ja noch Studentin. Ja, ja. Und ich habe wirklich meine Juwelen fallen. Ist doch, also ich konnte wirklich in einer Stunde 2 Worte sagen. Ich war so schüchtern und ängstlich und auch zu Hause unter einem wirklich goldenen Glassturz, sehr behütet von den Eltern. Ich durfte nicht in die Tanzschule gehen, zum Beispiel. Weil da gibt es ja zu viele Burschen, nicht? Warum geht man in der Tanzschule? Nicht wegen Foxtrot, sondern wegen Burschen. Also genau. Das durfte ich nicht. Meine erste Disco habe ich besucht, da war ich 19. Nein. Ja. Meinen ersten Kinofilm, weil ich jetzt erst wieder resümiert, war Grease. Das war das erste Mal, dass ich ins Kino gehen durfte. Danach habe ich dann Rocky Horror gesehen und war entsetzt. Wirklich? Der Unterschied war so. Ja, ja, stimmt. Also ich war sehr, 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 sehr behütetes Kind. Ja. Na, ich finde das und wunderschön. Und kein Mensch, auch meine Schulkolleginnen, hätten sich ausdenken können, dass ich jemals Schauspielerin werde. Und ich habe ein Problem gehabt, im Café Landmann von hier bis aufs Klo zu gehen. Schrecklich, diese vielen Menschen. Ich hatte nie ein Problem, auf der Bühne von links nach rechts zu gehen. Das werde ich mit dir später dann anschließend nach dem Interview noch besprechen, weil ich hatte das Problem auch. Okay. Ja, ja. Heutzutage wird es mir keiner glauben, aber ich hatte das Problem, also wirklich in ein Lokal hineinzugehen, die Tür geht auf, alle schaut dich an. Alles schrecklich, furchtbar. Schrecklich. Ich immer nur so gesenkt. Ja, na, das nicht, aber immer da, so. Super, und jetzt kann ich nicht mehr gehen. Ja. Ich kann mir vorstellen, das hat sich ein bisschen gelegt, muss ich sagen. Aber ja, offensichtlich, ja. Also vielleicht brauchten wir auch diesen Beruf, um locker. Es war eine Lebenstherapie für mich, ich sag's dir. Es war für mich eine Lebenstherapie, aus mir herauszukommen und irgendetwas, was drinnen schlummerte, aufzubrechen. Und ich bin überhaupt ein sehr menschenfreundliches Wesen. Also ich liebe es, mit Menschen zu tun zu haben. Deswegen liebe ich es auch, auf dem Traumschiff mit allen Passagieren zu reden. Ich liebe es, mit der MA48, mit den Mistlern, wenn sie bei uns vorbeikommen, noch ein bisschen ein Plauscherl oder am Markt bei meinen Standlerinnen. Ich liebe es, mit Menschen zu tun zu haben. Und deswegen ist es auch auf der Bühne herrlich, wenn man stehen kann und man riecht das Publikum und den Atem. Wenn du dich jetzt entscheiden müsstest zwischen Film und Theater, oder Film, Fernsehen und Theater, wofür würdest du dich entscheiden? Es ist eine schwierige Entscheidung. Ich bin dankbar und froh, dass ich mir Theatersachen aussuchen darf in den letzten Jahren und dass ich nicht gezwungen bin, was ich ja einmal nur war, 3 Jahre lang engagiert zu werden und zu warten auf irgendeine schöne Rolle und glücklich zu sein. Ich bin heute so dankbar und so gottfroh über die Rolle der Hanna Liebhold auf dem Traumschiff. Ja. Ich habe so viele Rollen gespielt in meinem Leben, die anspruchsvoller waren als diese Rolle. Aber diese Rolle ist für mich Lebenszeit. Aha. Was ich in diesen Jahren, in diesen 7 Jahren erleben durfte, mit welchen Kollegen ich spielen durfte, welche Länder ich sehen durfte. Und in einem Alter, ich habe sie gekriegt mit 56, jetzt bin ich 62, das noch einmal erleben zu dürfen, reisen zu dürfen. Ich danke meinem Mann wirklich, dass er mir diese Möglichkeit auch erlaubt und gibt, dass ich abhauen kann. Weil jedes Mal, wenn ich Koffer packe und wegfliege, bin ich glücklich. Wenn ich dann wieder zurückkomme und Koffer vorschicke, weil sie voller Geschenke sind und mein Mann immer sagt, bitte bring ein Gage mit nach Hause und nicht immer Geschenke. Es ist für mich eigentlich eine schöne Traumzeit, muss ich sagen. Ich bin glücklich. Dort, wo ich jetzt stehe, bin ich schon glücklich. Darf ich deine Antwort auf meine Frage dann so verstehen, als dass du dich doch eher für den Film und für das entscheidest? Ja, Im Moment ja, weil die Angebote, die theatermäßig kommen,
Sie haben mich fasziniert. Ich bin sehr glücklich über viele Angebote, die waren, bis eben Glück, Le Bonheur. Mein Mann schreibt jetzt ein Theaterstück für uns beide und ich freue mich, wenn es endlich fertig ist, dass wir es miteinander spielen können. Wo werdet ihr es spielen? Ich nehme mal an, dass wir es in der Komödie im Bayerischen Hof aus der Taufe heben werden. Also nichts wie hin. Ja, durch, durch, durch. Wunderschön dort. Ja, muss man, ja. Und dann würde es mich auch wieder freuen, gescheite, gute Stücke, die Menschen berühren, die eine Geschichte sind, dass man Geschichten erzählt und nicht Schauspieler auf der Bühne vergewaltigt mit irgendwelchen Selbstbefriedigungen von Regisseuren. Habe ich das jetzt mal so gesagt und ist mir auch wurscht, ob das jetzt gut oder schlecht ankommt. Nein, du sprichst mir so sehr aus meinem Munde. Also, das ist so, wenn man wirklich Theater erleben dürfte, wie wir es noch erleben durften, mit großartigen Schauspielern, nicht jeder war großartig, ja, aber viele waren großartig. Aber selbst die Schlechten waren viel besser als die guten. Die Zeit meiner Eltern, ob jetzt von der Martha Wallner bis zu Conradi und vom Sebastian Fischer bis Paul Hoffmann, von Norbert Kappen bis Klaus-Jürgen Wusso und Ida Grottendorf und. Das war eine Zeit, da durfte ich im Burgtheater aufwachsen, in der Garderobe, in der Kantine und durfte diese Menschen hautnah erleben. Und das war für mich die Glanzzeit, für mich. Es gibt sicher jetzt tolle Schauspieler und tolle Stücke, aber irgendwie habe ich etwas erlebt, wofür ich sehr dankbar bin und das ich jetzt so nicht so sehe wieder. Nein, ich sehe es auch nicht. Und vor allem, ich persönlich habe ein sehr, sehr großes Problem, das Verstehen. Ja, und das hat jetzt nicht mit meinem Gehörgang zu tun, sondern ich verstehe die Leute nicht mehr. Ich will jetzt niemanden nennen, ob beim Burgtheater, ob das jetzt in der Komödie am Quai ist oder sonst irgendwo. Ich glaube, die lernen nicht mehr sprechen. Das war ja das, wo meine Mutter darauf gedrängt hat, dass ich wirklich sprechen und atmen und das, Stimmbildung und das alles lerne. Es wird genuschelt, weil man kommt ja vom Film oder auch nicht, oder es ist nicht mehr wichtig, oder es ist so hypernatürlich, wenn man nicht zu verstehen ist. Ja, aber auch im Film. Auch, ja. Und du machst so viel Film und das hat doch etwas die Sprache hat ja nichts mit Lautstärke zu tun. Nein. Das hat mit einer gewissen Deutlichkeit zu tun. Du kannst flüstern, ja, aber und trotzdem wird man dich verstehen. Mhm, stimmt. Und also gut, da sind wir einer Meinung, wunderbar. Also, ich bin auch der Meinung, also, dass es überhaupt nicht mehr funktioniert. Und ich gehe auch ungern jetzt ins Theater oder respektive mittlerweile ist es mir so egal geworden, auch in der Pause aufzustehen und nicht mehr zurückzukommen. Also, ja, das kann ich. Ich warte wenigstens noch die Pause ab, so höflich bin ich noch. Ja, auf jeden Fall. Also ich warte eigentlich auch immer das Ende ab und schleiche mich dann ganz schnell. Und denke mir, okay, ich habe es gesehen, ich schaue mir schon sehr wohl Kollegen an oder auch Fernsehstücke oder gehe gerne ins Theater, um einfach auch ein bisschen mitzuleben und dann, um wieder zu enttäuscht zu werden, zu sagen, na, schon wieder nichts und nicht das. Aber es gibt auch heutzutage Glanzpunkte und Höhepunkte, so ist es ja nicht. Die gibt es ja wohl. Ja. Aber jetzt gehen wir noch ein paar Schritte zurück, nämlich noch einmal zur Barbara Wussow, die jetzt gerade die Krausschule beendet hat und bereits dann schon spielen durfte, nämlich... An der Josefstadt. Ja. Wie ging es dann weiter? Naja, ich habe dann, wie gesagt, ich habe 3 Jahre noch, war ich noch engagiert. Und das zweite Stück war zum Beispiel, das zweite Stück waren Die verrückten Jahre mit Käthe Gold. Durfte ich auf der Bühne stehen, ein Wahnsinn, Käthe Gold. Das nächste Stück waren Die Wahlverwandtschaften, da spielte ich die Ottilie, das war das dritte Stück. Und da war ich aber schon in der Schwarzwaldklinik engagiert. Und wir hatten ein Sommerstück. Und ich weiß, dass ich also jeden zweiten, dritten Tag nach der Vorstellung mit einem Wagen abgeholt wurde und in den Schwarzwald geführt wurde. Wow. Und um 7 Uhr war ich in der Maske, dann habe ich gedreht, dann wurde ich nach Stuttgart gebracht um 3, 4, um wieder zurückzufliegen nach Wien, weil am Abend war Vorstellung. Ich habe nur mit solchen Tafeln Milka-Schokolade überlebt, lag hinten im Auto und habe dann irgendwann einmal gesagt, so, jetzt reicht, das geht nicht. Ich habe einen großen Zeh im deutschen Fernsehen drin, durch die Schwarzwaldklinik. Ich kündige das Theater. Ich werde irgendwann einmal sicher wieder Theater spielen können. Und es hat sich auch so ergeben. Es hat sich Gott sei Dank so ergeben. Ja. Wie dich auf der Bühne zu erleben, ist genauso interessant, also, wie dich im Film zu erleben. Also, weil was ich an dir so ganz besonders schätze, und das ist jetzt kein Honig ums Maul schmieren, sondern Authentizismus, authentisch. Du bist authentisch und es ist egal, was du jetzt spürst, ob das jetzt, die Sophie konnte ich damals leider nicht erleben, hätte mich hoch interessiert. Ja, also der Qualtinger damals, also da muss ich dir eine Geschichte erzählen. Bitte. Ich habe die Premiere vom Rosenkavalier und ich habe ein Gebet zu sprechen an der Rampe. Mhm. Und ich hatte doch diese Barockkostüme an, also so riesige Krinolinen und Perückerl und so, und habe etwas zu beten. Und merke, wie ich auf der Bühne vorne stand, es löst sich das große Gebilde des Unterrocks.
dieses Gitter. Und es sinkt langsam, langsam runter. Und ich muss beten und ich weiß, ich muss einen ganzen ersten Akt spielen, mit der Rosenüberreichung, mit dem Qualtier auf den Schoß ziehen und da so Sachen. Mein Herz war hier und ich habe dann jeden zugezischt, auch dem Helmut, wenn er mich dann auf den Schoß gezogen hat, gesagt, mein Unterrock fällt. Und der Fritz Hamel war mein Octavian und auch der Ramhab, die war meine Amme und jeder. Und dann standen die Inspizienten schon in den Gassen und bereit, die Vorhänge fallen zu lassen, wenn die Kleine die Nerven verliert. Also ich habe es geschafft, den ersten Akt durchzuspielen. Dann fiel der Vorhang. Ich habe nur meinen Rock gehoben und es senkte sich das ganze Gitter. Pause. Meine Mutter kommt in die Garderobe. Meine Mutter begeistert. Ja, Kinderl, alles wunderbar und so. Aber sag mal, musst du Nervosität immer so spielen, dass du das hier immer alles festhältst? Sag ich, Mami, weißt du was? Los, alles runtergefallen. Gott, deswegen. Mutter, die ja auch immer so von einem Temperament, wo ich ein bisschen bin, war also völlig fertig. Also ja, alles in Ordnung. Gott, das wird mein armes Kind, gleich bei der ersten Premiere. Also so, und da habe ich aber gelernt zum Beispiel, da war nur ein Haken und da war kein Sicherheitsband. Ah ja. Weißt du, was ich meine? Also damals... Jetzt checke ich sämtliche Requisiten selber auf der Bühne nochmal, das weißt du, das macht man auch so. Man checkt auch die Kostüme selber. Man verlässt sich nicht auf jemanden, ich muss mich nur auf mich verlassen können. Richtig. Zusätzlich die anderen natürlich auch. Also wieder was gelernt fürs Leben. Gleich bei der ersten Premiere. Also dann ging es schon zur Schwarzwaldklinik. aber bleiben wir noch ein bisschen beim Theater. Was war nach der Schwarzwaldklinik, was war dann noch an Rollen, die dich ganz besonders interessiert haben oder die dir ganz besonders viel Freude bereitet haben? Ich habe ein Stück gespielt, das mein Mann wieder mal geschrieben hat, vor ewigen, ewigen Jahren. Das hieß Kurzschluss. Das war so eine Komödie über den modernen Technik- und Handywahn. Also jetzt schon wieder antiquiert. Ne? Moderne Technik- und Handywahn. Jetzt müsste man das umschreiben. Da haben wir also mit meiner lieben Freundin Biggi Fischer übrigens, die spielt ja auch mit. Lässt schön grüßen, bitteschön, Biggilein. Die hat ja mit dir gespielt, hat sie mir erzählt. Und waren wir bei der Böhnisch, also im Theater, in der Komödie im Bayerischen Hof. Wir waren zweimal auf Tournee. Und dann bekam der Albert Schlosshotel Ort angeboten, den Direktor nach Klaus Wildbold. Und dann ist er raus aus diesem Stück und ich habe es mit Dieter Witting noch einmal auf Tournee gegangen mit diesem Stück. Ja, schön. Und dann habe ich mit dem Albert noch gespielt, ein Stück in München, Die Lorbeeren des Monsieur Schütz, eine Geschichte über Pierre und Marie Curie, auch auf Tournee gewesen, auch im Haus gespielt. Dann habe ich Monty gespielt. Mit Jochen Schrödern habe ich gespielt. Was habe ich noch gespielt? Ah, dann war eben das Stück mit dem Himmelbett haben wir noch miteinander gespielt. Also ich habe schon zwei Personen. Dann hat man uns ja sowieso gesagt, also wenn ihr, ja ihr seid getrennt, er in Los Angeles, du in Wien und im Schwarzwald, geht alles gut. Aber wenn ihr 24 Stunden zusammen seid und noch auf der Bühne ein Zwei-Personen-Stück, das ist Scheidung. Das war vor 40 Jahren. Also wir sind noch immer nicht geschieden. Eben, Gott sei Dank gepriesen seid ihr nicht geschieden. Also nein, es gibt natürlich immer leichte Veränderungen in dem Leben von Künstlern, ob jetzt beide Künstler sind, ob sie nicht Künstler sind. Ihr beide, glaube ich, schafft es sehr wohl, sehr, sehr gut und sehr richtig, damit umzugehen. Also diese Verbindung zwischen Ehe, Kinder, Haushalt, gemeinsam sein. Man glaubt immer, wir sind was Besonderes. Nein, wir machen das ganz genauso. Wir gehen genauso aufs Klo und so weiter. Ja, es ist leider so. Also, es bleibt nicht. Das Leben, das ändert sich überhaupt nicht. Das ändert sich auch nicht, wenn man in Hollywood spielt oder sonst irgendwas. Also und wir sind schon wieder am Ende dieser Sendung angelangt, meine sehr verehrten Damen und Herren. Es tut mir leid. Ja, ich wiederhole mich gerne und wieder und zum x-ten Mal heute. Aber ich freue mich immer, wenn Sie dabei sind, wenn es heißt Rendezvous mit René Rumpold. Und speziell, wenn ich so ganz besonders liebe Gäste bei mir habe, wie heute meinen Stargast Barbara Wussow. Vielen Dank, dass du Zeit gefunden hast. Ich danke dir für die Einladung. Hab mich sehr gefreut. Dankeschön. Hat mich ebenso sehr gefreut, dass du Zeit gefunden hast, dass ihr beide Zeit gefunden habt. Und ja, ich verabschiede mich jetzt bei Ihnen und freue mich aufs nächste Mal. Und nächste Woche ist wieder ein anderer Gast, aber lassen Sie sich überraschen dabei. Alles Liebe, Baba.